Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, Luise Heinzel, und heute geht's weiter hier mit unserem kleinen unscheinbaren Buch, das wir in ein Elternbuch verwandeln wollen, und zwar ein Elternbuch zum Thema Pinguine. Im letzten Video habe ich euch schon gezeigt, wie ich dieses Buch hier ein bisschen ausgedünnt habe, sodass ich jetzt genug Platz habe, um meine eigenen Sachen hier drin zu gestalten und diese Seiten, die hier sind, zu überkleben und neue Sachen hineinzutun. Wenn ihr dieses Video verpasst habt, dann schaut doch bitte mal unten in die Infobox, da habe ich euch das verlinkt. Dort findet ihr dann das Video, falls ihr das auch nachmachen wollt und auch aus so einem Buch ein neues Buch machen wollt. Heute in diesem Video möchte ich gerne das Cover gestalten, denn wie ihr seht, ist das hier nicht besonders schön, und selbstverständlich passt dieser Titel von dem Buch Volkslieder aus Österreich nicht zu dem, was später dort hineinkommen wird. Und ich möchte natürlich, dass dieses Buch auch von außen ersichtlich nach Pinguin aussieht. Jetzt mache ich erstmal dieses kleine Label hier ab. Also wenn ihr solche Bücher habt und ihr habt da irgendwelche so Aufkleber oder so drauf, jetzt von Preis oder irgendwelche anderen Aufkleber, dann macht die vorher ab, wenn ihr hier irgendwas draufkleben wollt, was ihr relativ flach haben wollt. Also egal, ob ihr das mit Stoff einziehen wollt oder irgendwelches Papier draufkleben wollt, so wie ich das heute machen werde, dann entfernt bitte alle Unebenheiten von diesem Buch. Ich werde jetzt heute aufgrund der Tatsache, dass dieses Cover sehr, sehr glänzend ist, also wenn ich das hier mal unter meine Lampe halte, seht ihr, das glänzt sehr stark. Deswegen werde ich das heute mit Papier bekleben. Wenn ihr dafür Stoff benutzen wollt, würde ich euch empfehlen, ein feines Schmirgelpapier zu nehmen und einmal hier rüber zu schmirgeln und das dann aufzukleben, also den Stoff. Das funktioniert selbstverständlich. Aber wenn es so glatt ist, dann ist es ganz gut, wenn man sich das vorher ein bisschen anraut, wenn ich da Papier aufkleben will, und besonders dann, wenn ich so ein Mattmedium nehme. Das hier ist das Liquitex Mattmedium, beziehungsweise heißt das Matt Super Heavy Gel. Bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, ich habe diese Dose neu. Ich glaube, letztes Mal hat da was anderes drauf gestanden. Auf jeden Fall klebt das total gut, und da ist es auch kein Problem, wenn das hier so glänzend ist. So, jetzt werde ich erstmal, warum habe ich das jetzt eigentlich hier schon aufgemacht? Ich Volltrottel. Ja, machen wir das nochmal gerade wieder zu, weil ich muss natürlich erstmal das Papier zurechtschneiden. Herrschaftszeiten. Ich bin schon ganz verwirrt. Ja, für dieses Außencover werde ich hier etwas von meinem eigenen Papier verwenden. Denn ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich das jetzt gerade neu gemacht habe. Und ich möchte das natürlich auch gerne selber verwenden für meine eigenen Projekte. Das hier ist so eine Art Mixed-Media-Set, was ich gemacht habe, passend zu dem Pinguinpapier. Das hatte ich euch beim letzten Mal schon kurz gezeigt. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, welche Seite ich jetzt hier verwenden will von diesem Stapel, denn der Plan ist, ich möchte später diesen Pinguin, den gibt es auch in dem Papierset, den möchte ich später hier vorne irgendwie drauf haben, und zwar, wenn es geht, irgendwie auf einer dieser Journaling-Karten, die auch in diesem Set enthalten sind. Und jetzt weiß ich aber noch nicht ganz genau, wie ich das hier anstellen möchte. Ich glaube, ich sollte mich erstmal für die Karte entscheiden und dann für den Hintergrund. Das macht vielleicht Sinn. Ich werde das auch noch mit einigen anderen Dingen kombinieren, aber ihr werdet sehen, dass man es theoretisch auch so benutzen könnte, wie es hier aus dem Set kommt. Also man könnte jetzt zum Beispiel einfach so eine Karte nehmen, den Pinguin in irgendeiner Art und Weise da draufsetzen und das dann vorne auf das Buch kleben. Ich habe das extra so gemacht, dass man auch, wenn man wenig Material hat, trotzdem etwas machen kann. Also selbst 1, 2, 3, Luise, ganz ruhig. Selbst wenn man jetzt nur einen Drucker hat und Papier und vielleicht so ein Buch und ein paar andere Materialien, dann kann man das trotzdem machen. Also dann kann man trotzdem etwas Schönes erschaffen. Und das ist auch so ein bisschen der Sinn, was ich euch in dieser kleinen Videoreihe erzählen möchte, beziehungsweise, ich will jetzt nicht sagen, beweisen möchte, aber so eine gewisse Art von Beweis ist es eigentlich schon. Weil, ja, ich habe ja im Moment auch nicht so viele Materialien zur Verfügung.
Und deswegen ist der Plan, das mal mit möglichst wenig Dingen zu bewerkstelligen. Und ich bin jetzt gerade überlegen, weil ich habe nämlich noch die liebe Iris. Hallo Iris. Den ich so einen ganz coolen Adventskalender geschickt, wo einige Dinge drin waren, wie das hier zum Beispiel. Ich glaube, das wird heute darunter ein bisschen leiden unter diesem Buch und dieses Ding hier. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich das irgendwie kombinieren kann. Ich glaube, ich werde dieses hier als Cover nehmen, weil das ist nämlich meine absolute Lieblingsseite von diesem kompletten Set. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich das hingekriegt habe. Auf jeden Fall schaut die, glaube ich, ganz cool aus in Kombination mit diesem bläulichen Briefumschlag. Ich hoffe, dass das jetzt in der Kamera genauso aussieht wie in echt. Ja, ich verdecke mir natürlich ganz schön viel, wenn ich das jetzt so mache, von diesem hier. Aber ich kann das ja vielleicht auch ein bisschen weiter da so drunter schieben. So vielleicht. Jetzt müsst ihr euch das aber irgendwie mal so vorstellen. Ich möchte das nur natürlich vorher mir überlegen, denn wenn ich das schneide, dann ja, ist es halt geschnitten, oder? Also ihr wisst schon, was ich meine. Ich finde das dann immer so blöd, dann hat man später irgendwelche so Stücke da rumeinander liegen. Deswegen überlege ich mir das immer gerne vorher, bevor ich jetzt dieses Papier schneide. Ich glaube, was meint ihr? Findet ihr das gut? Ich glaube, das finde ich besser mit einer dieser dunkleren Karten, weil die dunkleren Karten irgendwie mehr Kontrast bilden zu dem Hintergrund. Und so könnte ich dann vielleicht später diesen Briefumschlag trotzdem noch darunter schieben. Ja, so werde ich das machen. Okay, also ich habe jetzt die Journaling-Karten einfach ausgedruckt. Da befinden sich vier auf diesem Papier, also vier auf einer DIN A4-Seite. Und dann habe ich die so ausgeschnitten, dass ich hier so einen weißen Rand erhalte. Also in dem Printable habt ihr schon diese Lücken auch zwischen den Journaling-Karten. Die sind dann im Prinzip so aneinander und nochmal zwei da unten drunter, sodass ihr die mit oder ohne Rand ausschneiden könntet. Und ich finde das jetzt eigentlich ganz schön, wenn man jetzt bedenkt, dass dieser kleine Pinguin hier auch diesen Rand hat. Also ich habe den jetzt auch extra mit dem Rand ausgeschnitten. Dann finde ich das irgendwie schöner, wenn außen hier auch noch ein weißer Rand drumherum ist. So, das war der Grund, warum ich das so gemacht habe. Ihr könnt das natürlich auch ganz bündig abschneiden mit dem Dings da, ne? Mit dem Motiv. Jetzt werde ich das hier so machen, dass ich das auch ein bisschen hier rein versetzt lasse, weil hier oben und unten ist das Papier nicht ganz lang genug, weil das halt einfach schlichtweg das Cover zu hoch ist. Das macht mir aber nichts. Ich werde es jetzt so machen. Und dann werde ich mir das hier anzeichnen, wo ich das abschneide. Und zwar so, dass ich dann da auch noch so einen kleinen Versprung habe. In etwa so wie hier auf der Seite. Und zwar so, dass ich natürlich das Papier hier nicht in diese Rille reinklebe. Also wenn ich das aufschlage, dann möchte ich nicht, dass mein Papier hier in dieser Rille drin ist. Normalerweise, wenn ihr jetzt Stoff nehmt oder so, dann könnt ihr das auch einfach einmal drumherum kleben. Ich mache das jetzt extra nicht, weil ich es mir so einfach wie möglich machen will und vor allen Dingen, weil ich verhindern will, dass wenn ich das auf und zuklappe, mir das Papier hier irgendwann wegreißt. Und glaubt mir, das wird passieren. Egal, was ihr hier macht, wenn ihr Papier hier drüber klebt und ihr macht so, dann wird das irgendwann sich hier lösen, erst recht auf so einer glänzenden Oberfläche. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier diesen gleichmäßigen Rand. Und wenn ich jetzt das Buch nehme, also jetzt halte ich das mal so fest, wie ich es später aufkleben werde, und ich klappe das hier so, dann seht ihr, dass das Papier sich nur auf dem vorderen Cover befindet und nicht in diesen Schlitz reingeht. Und so werde ich das dann später befestigen. Und ich werde das für die Rückseite dann natürlich gleich groß schneiden. Für die Rückseite nehme ich jetzt einfach dieses Teil und lege mir das hier so dran. Da müsst ihr dann natürlich überlegen, will ich eher diesen Teil oder eher diesen Teil jetzt erhalten haben. Ich überlege jetzt gerade, ob das, was da übrig bleibt, vielleicht sogar für den Rücken noch reichen könnte. Tatsächlich. Also machen wir das anders. Das war ja vorher so aneinander. Das heißt also, wenn das das Vordercover ist, würde es Sinn machen, hier einen Streifen abzuschneiden für den Rücken und diese Seite dann auf die Rückseite zu kleben. Denn dann sieht es so aus, als würde dieses Motiv
durchgängig sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich hier später noch was abschneiden muss, aber das fällt ja dann nicht so stark auf. Jetzt markiere ich mir das hier auch nochmal gerade. Schneide das hier kurz ab. So, jetzt schauen wir mal gerade. Ja, ich glaube, das passt perfekt da drauf. Bloß nicht verlieren diesen Streifen. Nichtsdestotrotz komme ich nicht umher, hier die Ränder etwas zu distressen und etwas bräunlich zu machen, denn ja, ihr wisst warum. Also ja, was ist denn hier mit meinem Schwämmchen? Ich weiß gar nicht, was mit diesem Schwämmchen los ist. Ich hatte das ausgewaschen. Das ist offensichtlich keine so gute Idee. Und jetzt ist das getrocknet und ich glaube, das ist hier vorne dran irgendwie nicht so ganz flauschig mehr, wie es vorher mal war. Jetzt ist das natürlich das einzige Schwämmchen, was ich vom Wohnwagen mitgenommen habe. Also werde ich davon jetzt damit leben müssen, dass das hier jetzt so wird. Ich reg mich gerade schon ein bisschen auf, weil das schmiert hier so drauf rum. Das finde ich natürlich jetzt nicht so ganz grandios. Ist denn damit? Also irgendwie macht mir das jetzt da Würste aufs Papier. Sowas habe ich jetzt auch in meinem Leben noch nicht erlebt. Jetzt versuche ich das mal mit der Distress Oxide zu machen, weil die ein bisschen cremiger ist. Vielleicht geht das besser. Ja. Also normalerweise, ihr wisst, ich bin schon imstande, solche Sachen zu distressen, aber irgendwas stimmt jetzt hier mit meinem Bürstchen nicht. Vielleicht sollte man das nicht auswaschen. Wie macht ihr das mit solchen Bürstchen, wenn ihr da vielleicht eine ganz extreme Farbe verwendet habt und ihr wollt dann später dasselbe Bürstchen für eine andere Farbe verwenden? Wie bitte macht ihr das sauber? Kann man das irgendwie verhindern, was mir jetzt hier passiert? Weiß das einer? Wenn ja, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, weil das regt mich ja jetzt gerade schon wieder voll hier auf, ey. Ja, so schaut das jetzt aus. Also ich weiß es ja nicht. Gut. Ich mache es auf der anderen Seite auf. Das ist in dem Fall dieses Blatt hier. So, dann kleben wir jetzt als erstes mal die Rückseite hier auf. Ich mal vorschlagen. Wie gesagt, dafür nehme ich mir jetzt hier mein Mattmedium und einen Pinsel. Und ich hatte das ja vorher neu aufgemacht, da klebt immer relativ viel unter dem Deckel. Deswegen wundert euch bitte nicht, was ich jetzt hier mache. Ich nehme jetzt einfach nur das Zeug da von dem Deckel runter, dass ich das nicht verschwende. Streich mir das hier so drauf. Und ich gehe jetzt auch hier wirklich bis zum Rand, weil ich später über das komplette Papier auch nochmal rüber gehe, sodass ich dann eine sozusagen eine Versiegelung des Papiers habe. Und dann habe ich das gleichzeitig auch zu den Rändern hin so weit sozusagen mit diesem Zeug hier eingestrichen, dass das eine gleichmäßige Oberfläche ergibt. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Man sieht ja nur einen ganz kleinen Teil da von dem Rand, aber trotzdem möchte ich das gerne, dass das gleichmäßig ist. So, jetzt streichen wir das mal hier glatt. Geil wäre jetzt, wenn man hier irgendwie so eine Kreditkarte oder sowas hätte. Hat man aber jetzt gerade hier nicht zur Hand. Also wenn ihr das habt, dann nehmt einfach so eine Kreditkarte oder ja, irgendwie so eine andere Karte oder so einen Spachtel oder sowas. Also ihr redet jetzt von so einem, ihr wisst schon, was ich meine. Dass ihr das vernünftig glatt gestrichen kriegt. Also manche Sachen können einen so nerven, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich war jetzt gerade kurz davor, hier abzubauen und zum Wohnwagen zu fahren, wo ich alle meine Sachen an Ort und Stelle habe, weil ich jetzt gerade gemerkt habe, ich brauche tatsächlich so eine Karte. Jetzt habe ich hier meine aktuelle Bankkarte genommen, weil ich die andere, die ich mir mitgenommen hatte, nicht gefunden habe. Ich hatte eine alte mit hierher genommen. Und es ist nur ein halber Schrank, den ich da draußen habe. Und es ist ein halber kleiner Schrank, aber ich habe sie nicht gefunden. Kein Plan, wo das Teil abgeblieben ist. Und das hat mich jetzt gerade wirklich ein bisschen aufgeregt. Aber gut. So.
Das kommt jetzt so. So, und um das hier jetzt auf diesen Rücken drauf zu bringen, kann man sich das so aufstellen. Und gerade hier checken, dass das hier jetzt richtig ist. Ja, genau, so muss das. Und jetzt müsst ihr natürlich aufpassen, dass jetzt nicht das Gleiche in Grün passiert, wie wir vorher gesagt haben. Ne? Also wenn ich das jetzt aufschlage, dann ist dieses Papier nur so weit, dass es eben nicht in diese Schlitze da in der Mitte kommt. Und das Gleiche muss man natürlich jetzt bedenken, wenn man diesen kleinen Streifen jetzt hier aufkleben will, dass der nicht zu breit ist. Also wenn ich mir das hier so hindrücke und halte das hier fest und klappe das dann hoch, dann sehe ich ja, wo ich hinkomme. Also das müsst ihr so ein bisschen ausfriemeln, würde der Ostwestfale jetzt sagen. Dass ihr das da hinbringt, wo ihr das, dass es nicht zu breit ist und dass ihr es da hinbringt, wo ihr es hinhaben wollt. Ich müsste das distressen. Herrschaft. Arg! Also hier steht es mir jetzt zum Beispiel, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Arg! Hier steht es mir nämlich jetzt zu weit nach da. Jetzt ist es drauf. Kriege ich das nochmal ab. Also ihr seht schon, das hat jetzt schon angezogen gehabt. So weit, dass ich jetzt das Papier schon mit runterreiße, aber das macht überhaupt nichts. Dann gehe ich einfach hier jetzt nochmal drüber und versuche das jetzt nochmal in der Hoffnung, dass ich das jetzt mittig ausgerichtet kriege, weil das nervt mich nämlich echt, wenn das da hinten so übersteht. Weil wenn ich schon den Zufall habe, dass das so gut da drauf passt, dann möchte ich auch bitteschön, dass das in der Mitte ist. So, wenn man das jetzt dicker eingestrichen hat, muss man natürlich, wenn man jetzt mit dem Ding hier drüber geht, mit dieser Kreditkarte oder Bankkarte oder irgendeinem Spachtel oder so, muss man ein bisschen aufpassen, dass man, wenn man hier zu viel von diesem Kleber drunter hat und man streicht ihn jetzt weg, dass man nicht sich das Papier damit einreißt. Eine gute Idee ist, die Karte einfach so aufzulegen, anstatt jetzt so, ne, da so drüber zu schieben, ist es besser, ich lege die so auf und gehe dann so drüber, weil dann habe ich ein besseres Gefühl, was ich mache und ich kann nicht Gefahr laufen, dass ich mir solche, ja, Kleberansammlungen wegdrücke und dann damit ein Loch in das Papier reiße, weil immerhin, es ist nur Papier, ne? So. Und schon ist von dem ursprünglichen Buch fast nichts mehr zu sehen, wie ihr seht. Und ich finde das irgendwie voll cool, dass das jetzt da hinten wieder so eins ist. Also wenn man das, man könnte sich das ja theoretisch auch so falsch rum ins Regal stellen, also so rum und so aufklappen, und dann würde das hier später wieder eins ergeben. Sowas finde ich ja auch immer ganz schick. So, jetzt lassen wir das hier mal gut trocknen. Ich gehe jetzt mit dem Pinsel einfach von außen nach innen, weil sowohl die Distress Oxide als auch die normale Distress Ink sind ja wasserlöslich. Und ich erhoffe mir jetzt, wenn ich jetzt hier so rüber gehe, mit diesem Gelmedium auch die Distress Tinte ein bisschen noch beeinflussen zu können. Hier, wo mir das passiert ist, gehe ich ein bisschen mehr rüber, aber ja, das hat nicht so ganz viel Sinn. Passiert nämlich nichts. Schade. Es geht ein ganz kleines bisschen weg, aber ja, keine Chance. Okay, dann müssen wir damit leben. Jetzt werde ich das hier nicht machen. Ich werde hier nicht drumherum distressen, wie ich es hier gemacht habe.
aber nur wegen der Problematik mit meinem Bürstchen. Normalerweise würde ich das jetzt hier machen, dass ich so eine ähnliche Optik habe, aber jetzt denke ich mir, okay, ich greife eben diesen Rahmen hier auf, diesen weißen Rahmen, den ich hier habe und den weißen Rahmen, der um den Pinguin drumherum ist. Und die anderen Sachen, die ich jetzt hier noch benutze, um eine Collage zu erstellen, sodass das hier noch so ein bisschen sich mehr abhebt, die kann ich ja trotzdem distressen. Aber wenn ich jetzt hier distresse, und mir passiert das Gleiche wie hier, und das wird passieren mit diesem blöden Bürstchen, dann fällt es natürlich auf dem weißen Rand extremst auf. Und so schaffe ich jetzt eben hier diesen Zusammenhang und vielleicht den Zusammenhang, wenn ich das andere hier distresse. Also ihr versteht das schon, es wird sich gleich erschließen, wenn ihr das jetzt gerade nicht verstanden habt, weil ich hier ein bisschen konfus spreche. So, Iris, ich werde jetzt diesen Briefumschlag hier zerreißen. Mein Gott. Weil ich diese Farbe so schön finde und vor allem diese Briefmarke greift mir jetzt diese Farbe hier von den Füßen und von dem Schnabel so in etwa wieder auf. Übrigens sind das hier 24 Pfennig, Deutsche Post. 24 Pfennig, meine Fresse. Da brauchst du heute nicht mehr zur Post gehen und sagen, ich möchte für 24 Pfennig was verschicken. Wird nicht funktionieren. Das reicht nicht mit der österreichischen Post, dieser Halsabschneider. Oh, hier ist natürlich auch noch sowas Cooles dahinter, das man auch benutzen könnte. Wie ihr seht, das ist hier so doppelt. Schauen wir mal. Ich habe das jetzt extra ein bisschen... Oh, hier ist so ein ganzes Papier noch dahinter. Das ist ja geil. Schmeißt das nicht weg, sondern freut euch, dass ihr das gefunden habt. Ich habe das jetzt extra so ein bisschen rotzig hier abgerissen, damit ich da diesen Hintergrund dann hier so ein bisschen abgeranzter erhalte. Und ist das natürlich reichlich groß und die Schrift verschwindet komplett dahinter, aber ich habe da schon was im Kopf, wie man das machen kann, dass man jetzt vor allen Dingen sich diese wunderschöne Schrift hier nicht verschwendet. Aber man kann ja... Problem ist, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das machen möchte. Man kann aber ja auch nur diesen Teil nehmen und den Rest wegreißen. So, das ist ja nicht so schlimm, das geht ja. Aber das muss jetzt, würde ich mal sagen, so. Das verdeckt ganz schön viel, ne? Das verdeckt ganz schön viel von diesem Cover. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wäre es, wenn wir ein Stück von diesem Brief nehmen. Dieser Brief ist übrigens vom 22.01.48 aus Oldenburg. So. Und jetzt könnte man, nachdem man weiß, was hier steht, das so machen. Da hätte man hier ein bisschen Schrift. Oder wir machen das so rum. Was halten wir hiervon? Ja, ich glaube, das gefällt mir besser. So dass man hiervon noch möglichst viel sieht. Und ich glaube, ich werde es noch ein bisschen weiter nach unten rücken. Na komm schon. So. Und dann könnte er hier so sein. Und ich möchte aber nichtsdestotrotz diese Briefmarke hier irgendwie benutzen. Um... dieses Orange wieder aufzugreifen von dem Pinguin. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinmachen werde. So, jetzt werde ich aber mal hier gucken, was ich hier noch so rumliegen habe. Vielleicht schadet es nicht, habe ich mir so gedacht. Das hier habe ich auch im Adventskalender von Iris bekommen. Also Iris, wie du siehst, ich werde das hier schon direkt so in Verwendung nehmen. Ich möchte hier irgendwie noch so ein kleines Stückchen grün haben, weil hier dieses Cover ja auch so grün ist. Und jetzt werde ich mal schauen, ob ich hier irgendwas finden kann, was gehen könnte. Das könnte gehen. Die anderen sind relativ extrem. Das wiederholt sich hier. Von der Rückseite sind die natürlich ganz anders. Übrigens, Iris, diese Sachen in deinem Adventskalender, ich habe mich so gefreut, ich kann dir das gar nicht sagen. Ich freue mich ja immer noch, weil, ja, ich erzähle euch das mal, wenn ihr das hier denkt, was labert die da von Adventskalender. Die Iris hat mir, als sie erfahren hat, dass ich keinen Adventskalender habe, einen Adventskalender geschickt. Also sie hat so ein Päckchen genommen mit ganz vielen Umschlägen, also
Nicht ganz vielen, sondern 24 logischerweise. 24 Umschläge. Und darin sind lauter Sachen, die man fürs Junk Journaling benutzen kann. So. Und sie hat es natürlich losgeschickt, als sie erfahren hat, dass ich keinen Adventskalender habe, nachdem ich ja für euch den Adventskalender auf YouTube gemacht habe. Ja, und dann ist er natürlich logischerweise viel, viel in Anführungsstrichen zu spät angekommen, sodass, ja, ich erst am 15. Dezember das erste Türchen aufgemacht habe. Und da habe ich mir gedacht, nee, das will ich jetzt nicht machen. Ich will jetzt nicht alle Türchen aufmachen vom 1. bis zum 15. Das erschien mir jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Ich möchte mich da noch ein bisschen mehr überraschen lassen. Und deswegen habe ich jetzt auch quasi noch Türchen nach dem 15. Ne? Also ich habe jetzt eigentlich viel mehr davon, als man da so erwarten könnte. Was ich total cool finde. Sodass ich jetzt immer noch Freude daran habe und das immer noch, ja, jeden Tag mit Freude aufmache. Und da waren eben auch diese Sachen drin, die ich jetzt hier benutze. Denn wie ihr wisst, nochmal, ich bin ja hier nicht am Wohnwagen und ich habe hier eigentlich nichts. Also auf diesem Tisch sind wirklich jetzt in Anführungsstrichen nur diese Sachen, die in dem Kalender waren. Und ja, das war es eigentlich schon. Und meine ausgedruckten Sachen, aber das war es dann wirklich schon. Deswegen, ja, also das sind so Dinge, man muss klarkommen, auch vielleicht manchmal mit Dingen, die sehr sparsam sind, aber das ist ja nicht so schlimm. Mache ich denn das? Da sieht man manchmal so Dinge, ne, irgendwo auf YouTube oder so und denkt sich, ah, das möchte ich auch mal so machen. Und dann kriegt man es aber gar nicht so richtig so hin. Aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Liebe Sophia, du glaubst gar nicht, wie wir uns gefreut haben, dass euer sehnlichster Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Dir wünschen wir nun vor allem recht baldige Erholung. Dein Mann wird nun wohl überglücklich sein, jetzt einen Erben zu haben. Nochmals alles Gute, vor allem alles Gutes Gedeihen für den Stammhalter wünschen euch Hanna und Karl. Herzlichen Glückwunsch zum kleinen Hermann. Es will mir jetzt eigentlich nicht so ganz einleuchten, warum ich da dieses herzlichen Glückwunsch erhalten sollte, aber ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Hilfe. Oh, das ist schon so, das zerbröselt schon fast unter den Händen. So alt ist dieses Papier. Entschuldigung. Und dann schieben wir das mal hier so dahinter. Und diesen kleinen Schnuppi. Ich hatte jetzt eben extra die Briefmarke rausgerissen, weil die eben auf dem anderen Untergrund ist. Das ist die gleiche Briefmarke, aber auf dem anderen Untergrund. Denn hier habe ich das Problem, dass mir die Farben einfach zu gleich sind. Was jetzt da im Hintergrund ist, ist mir irgendwie, das ist mir irgendwie, will mir nicht so ganz einleuchten, aber so vielleicht. Könnte mal bitte irgendjemand hierher kommen und mir helfen? Ja, so werden wir das wohl machen. Aber ich möchte noch einen dritten Streifen grün haben. Aber da werde ich jetzt einfach nur so ein kleines Stückchen nehmen und das wird höchstwahrscheinlich irgendwie hier hinkommen, sodass ich so eine Art Dreieck jetzt hier habe zwischen diesen grünen Teilen. Und dadurch, dass das so eine ungerade Anzahl ist und dadurch, dass es ja wie so eine Art Dreieck bildet, schaut das dann auch irgendwie immer ganz cool aus. Das Orange wird irgendwie nicht aufgegriffen durch diese Briefmarke, wie ich zuerst eigentlich gedacht hatte. Aber das finde ich jetzt nicht mehr so schlimm, weil ich dieses Grün jetzt habe und ich werde das gleiche auch noch versuchen mit diesem Schnipsel, dass ich diese Farbe auch noch mal irgendwo aufgreifen kann. So, jetzt haben wir quasi dieses Papier einmal hier und einmal hier und das greifen wir jetzt hier unten vielleicht auch nochmal auf. So, das Einzige, was mir jetzt noch ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist das hier unten. Wenn ich da später hier etwas drüber klebe, ist das viel zu viel. Deswegen denke ich mal, ich werde das später irgendwie so machen, dass ich das mit einem neutralen Stück hier irgendwie abdecke. So und so. Aber was mir hier nicht einleuchten will, ist das hier mit dieser Briefmarke. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich drehe gleich durch. Ich glaube, die muss hier hin.
dieses Ding muss ein bisschen mehr so und dieses muss ein bisschen mehr so. So, jetzt muss ich das irgendwie distressen. Damit man nicht vergisst, in welcher Reihenfolge man diese Schnipsel ansortiert hat, das passiert mir nämlich mal ganz gerne, kann man sich jetzt zum Beispiel ein Foto machen, bevor man die ganze Sache distresst. Dann hat man es später auch leichter, das alles aufzukleben. Ich nehme jetzt hier wieder Mattmedium und klebe meine ganzen Elemente hier von der Collage einfach auf dieses Buchcover, so wie sie eben vorher da gelegen sind. Ich nehme wieder meine Kreditkarte zur Hilfe, sodass ich das schön glatt gestrichen kriege, denn ich möchte natürlich keine Wellen in dieser Collage haben. Wie ihr seht, habe ich jetzt nur diese kleinen Schnipselchen von diesem beigen Papier, dem grünen Papier und diese Briefmarke distressed und die Karte an sich nicht. Denn ich möchte gerne, dass durch diesen weißen Rand diese Karte nochmal mehr hervorsticht. Und die distressten Schnipsel heben sich jetzt so ein bisschen davon ab, also gehen so ein bisschen in den Hintergrund sozusagen und dieser weiße Rahmen sticht dann nochmal so ein bisschen heraus, sodass er nochmal ein bisschen deutlicher als Rahmen zu erkennen ist. Ja, und dann habe ich das einfach alles ganz gut festgedrückt und gut festgestrichen und auch ja, nochmal mit dem Pinsel ein bisschen Mattmedium unter die Stellen gegeben, wo es an den Ecken vielleicht nicht ganz so glatt war. Habe ich meinen Pinguin da drauf geklebt und dann bin ich nochmal mit dem Mattmedium komplett über die ganze Collage gegangen, um das Ganze zu versiegeln und die gleiche Oberfläche zu erschaffen, wie eben in dem Hintergrund ist, also auf diesem Hintergrundpapier. Da hatte ich das ja auch schon so gemacht. Und jetzt habe ich hier unten noch so zwei kleine Schnipsel aufgeklebt, wie ihr hier sehen könnt, damit diese roten Stellen von dieser Banderole, die ursprünglich auf dem Buch waren, verschwinden. Und auch da oben habe ich so einen kleinen Schnipsel aufgeklebt, da war ja auch nochmal so ein kleines Ding drauf, so ein kleines Motiv, sodass das eben auch überdeckt ist und dass man gar nichts mehr von dem ursprünglichen Buch sehen kann. Auf der Rückseite habe ich mir dann gedacht, ich greife diese Schnipseloptik nochmal auf und da habe ich dann, obwohl da nicht sowas Rotes auf dem Originalcover war, auch nochmal diese Schnipsel draufgeklebt, weil ich gerne einen Zusammenhang erschaffen wollte zu dem Vordercover. So passt das jetzt alles meiner Meinung nach ganz gut zusammen. Ihr lieben Leute, das hier ist das Ergebnis. Wie ihr seht, habe ich jetzt diese kleinen Stellen hier, die hier vorher waren, wie dieses kleine Logo hier oben und diese komischen roten Stellen hier unten an dem Originalbuch waren, mit noch solchen Papierschnipseln hier überdeckt, sodass das Ganze, ja, finde ich, nochmal so einen etwas größeren Rahmen jetzt bekommt. Entschuldigung, ihr könnt gar nicht sehen. Etwas größeren Rahmen bekommt durch diese drei Schnipsel. Also durch diesen, diesen und diesen hat man jetzt hier nochmal so einen Rahmen. Ich habe die jetzt extra nicht distressed, sodass die etwas heller sind und nicht so stark auffallen wie diese zwei hier. Und dieser hier ist ja auch etwas heller. Wenn ihr das euch jetzt mal anguckt, also ich finde, dass jetzt das, das und das zu dem sozusagen Cover dazugehört. Und das hier ist eigentlich eher im Hintergrund und ein Teil von diesem Hintergrund jetzt geworden. Das war mein Plan, als ich das jetzt so gemacht habe. Und ja, das ist eine ganz einfache Möglichkeit, jetzt im Prinzip so ein Cover zu gestalten. Und wie ihr seht, total simple Methoden, um irgendwelche unschönen Dinge zu überdecken. Und ich glaube, so kann ich doch wohl damit leben, oder? Weil ich jetzt diese Schnipsel hier benutzt habe, um diese Stellen zu überdecken, habe ich das auf der Rückseite extra gemacht, wie ihr gerade gesehen habt. Obwohl hier nicht solche Stellen waren, habe ich das jetzt einfach auch hier so drüber geklebt. Das ist jetzt nach innen hier so. Hier kommt später ja noch was drüber, also von daher stört mich das überhaupt nicht, wenn diese kleinen Schnipsel hier reingehen. Und so kriegt jetzt das Rückcover mit dem Vordercover hoffentlich einen Zusammenhang. Das Einzige, was mir jetzt hier noch fehlt, ist irgendwie so ein kleiner Spruch oder sowas. Wie wäre es denn, wenn wir einfach nur ein P dahin stempeln? So, die Damen, ich habe mir jetzt zu folgender Lösung entschieden. Also, ja, damit ihr wisst, über was ich jetzt nachgedacht habe. Ich habe jetzt wirklich überlegt, dieses Wort, ich finde einfach diese Stempelbuchstaben so wunderschön. Und aber
Ich bin einfach in der Bredouille, dass dieses Ding total groß ist. Egal, wo ich das hinsetze, würde ich das zum Beispiel hier oben hinsetzen. Das schaut jetzt, finde ich, nicht schlecht aus, aber dann ist in diesem oberen Bereich sehr viel. Der Pinguin ist hier unten sehr schlank, der hat ja auch hier nichts im Hintergrund. Also drückt alles, was hier oben ist, so runter. Diese Schnipsel, die Briefmarke und dieses hier und noch dieses Wort würde alles so nach unten drücken. Das hier unten finde ich total süß. Also hier habe ich jetzt ja auch nur zwei Teile im Vergleich zu hier sind drei Teile. Also würde es Sinn machen, das P hier aufzukleben. Und das finde ich auch irgendwie total putzig. So könnte es irgendwie eine Harmonie ergeben. Würde man das weglassen und dann könnte man das hier vielleicht hier unten hinsetzen. Ich weiß nicht, wie findet ihr das? Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Schaut aber ein bisschen meiner Meinung nach aus wie so ein Kinderbuch. Also ich sehe ja, dass das ein Pinguin ist. Warum muss das da unten stehen? So, jetzt bin ich zu folgendem Entschluss gekommen. Ich werde jetzt dieses kleine P hier hinkleben. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, dass mir mein Pinsel hier nicht eintrocknet. Durch die Überlegerei ist jetzt das Mattmedium hier ziemlich schon angetrocknet. Ich werde das jetzt auch hier nicht distressen, sodass das einfach ganz neutral, ja, sich sozusagen hier jetzt in den Hintergrund integriert. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt, wenn das jetzt noch so nass ist. Das wird natürlich später noch ein bisschen anders aussehen. Wenn das getrocknet ist, dann sieht man da natürlich nicht mehr diesen Schleim da oben drauf. Und jetzt bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass ich gerne auf den Rücken hier dieses Pinguin kleben möchte. Denn wenn das dann im Regal steht, dann sehe ich, alles klar, hier ist Pinguin. Wenn ich für Februar möglicherweise, wenn ihr das hier gut findet, nochmal so etwas mache, kann ich hier das Februar-Thema hinschreiben. Und wenn ich die alle später dann im Regal habe, dann, egal welche Projekte das auch immer werden, oder wenn es eben nur das eine bleibt, ist ja auch wurscht, dann kann ich aber von außen sehen, welches es ist. Ja. Wenn ihr mich bitte zu dieser Erkenntnis beglückwünschen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Das hat mich jetzt wirklich Nerven gekostet. Übrigens, an dieser Stelle vielen Dank an Sonja. Hallo Sonja. Die hat mir nämlich jetzt gerade über WhatsApp ihre Meinung mitgeteilt, weil ich jetzt gerade wirklich verzweifelt war und mir gedacht habe, was zur Hölle soll ich jetzt tun? Und es ist immer ganz gut, wenn man ein paar so Leute hat, mit denen man in persönlichem Kontakt steht. Ich bin jetzt sehr froh. Nochmal vielen Dank für diesen Tipp, hier nur dieses P hinzutun. Also ich habe ihr jetzt ein paar Fotos geschickt von den einzelnen Varianten, wo ich das so aufgelegt hatte. Und sie hat gesagt, ihr gefällt das P hier unten am besten. Also ich finde das jetzt auch irgendwie so viel, viel besser. Es greift jetzt nochmal das Schwarz hier auf und dieses Schwarz. Das ergibt jetzt auch nochmal irgendwie so ein leichtes Dreieck, wenn man das so sehen will. Und jetzt haben wir das Pinguinwort hier auf dem Rücken. Und ich glaube, das ist die beste Lösung. Und das hier, dieses Streifending, dieses Gerissene, greift jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen diese Optik hier auf und diese Optik, die wir hier vorne haben, durch diese kleinen Streifen. Ja, ihr Lieben, das war's erstmal von mir für heute. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Im nächsten Video werden wir dann diesen Innenbereich hier gestalten, also diese zwei Seiten und diese zwei Seiten hier hinten. Und ja. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was mir dazu einfallen wird. Aber ja, das schaut natürlich hier so ein bisschen leer aus. Und außerdem haben wir jetzt ja hier diese kleine Problematik, dass diese Schnipsel hier überstehen. Das finde ich natürlich nicht so geil. Ich möchte das hier nicht so lassen. Hier steht doch der ursprüngliche Preis von dem Buch. Das finde ich jetzt auch irgendwie nicht so toll. Deswegen möchte ich das im nächsten Video gerne gestalten mit euch gemeinsam. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Gehe jetzt mal hier meinen Pinsel auswaschen, dass mir der nicht eintrocknet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr dieses Papier haben wollt, klickt bitte unten in die Infobox. Dort findet ihr das verlinkt. Dort gibt es einen Link direkt auf meinen Shop, direkt auf dieses Papierset hier. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute und tschüss.